Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Lehrstück der Propaganda gegen die AfD. Aber es könnte genauso gut auch gegen Querdenken oder gegen die Basispartei oder gegen jede andere Opposition sein. Was war passiert? Uwe Junge hatte sich inadäquat über die Regenbogenbinde von Manuel Neuer ausgelassen, über Twitter. Was ist dann passiert? Es gibt ja einen gewissen Interpretationsspielraum. Das heißt, man könnte es jetzt auch so auslegen: Uwe Junge regt sich auf darüber, dass die Binde politisiert wird, dass also politische Inhalte mit reingebracht werden, wie Genderstern, und dass das nichts im Fußball verloren hat. Dass er sich darüber ärgert. So könnte man ihm es auslegen, und dass ihm halt dann dieses Schimpfwort rausgerutscht ist, dass er aber eigentlich nichts gegen Homosexuelle hat. Der Interpretationsspielraum wurde aber maximal negativ ausgenutzt. Die Medien und die Altparteien haben geschlossen, es so ausgelegt, er will eigentlich nur die Schwulen beleidigen. Das war eigentlich der ganze Sinn des Tweets. Er wurde richtig dämonisiert. Es ist natürlich so, dass nach 8 Jahren, wie dieses Vorgehen betrieben wird, Uwe Junge wissen sollte, dass er sich in keiner Weise zweideutig äußern darf, dass er keinen Interpretationsspielraum offen lassen darf. Das heißt, wenn er die Binde kritisiert, dann muss er sie präzise kritisieren, was daran zu kritisieren ist, und nicht mit einem prolligen Schimpfwort ankommen. Was auch inadäquat ist, was einfach beleidigend ist, weil Homosexuelle haben damit ja nichts zu tun oder sie werden damit herabgesetzt, und was soll das? Das bringt überhaupt nichts. Was ist dann passiert? Die Altmedien und Altparteien wissen genau, was zu tun ist. Das heißt, sie alle wiederholen das jetzt und nutzen alle auf die gleiche Weise den maximal negativen Interpretationsspielraum aus. Sie schaffen damit eine Realität. Weil wenn die Leute lesen, aha, alle Leute interpretieren es genau so, dass er es so gemeint hat, dann ist es so. Es sind ja ganz viele verschiedene Leute, und wenn sie alle die Meinung haben, dann ich habe das vielleicht nicht so verstanden, aber die Leute, die wissen das schon, die sind ja ganz schlau. Das sind ja Politikexperten, wenn die das der Meinung sind, die haben das schon verstanden, die wissen das schon genau. Und es sind ja ganz viele, es sind ja eigentlich alle, also alle, die wir lesen können in den Medien. Und damit schaffen die Altmedien und die Altparteien eine Realität. Und das wissen sie auch ganz genau. Es ist auch kein Zufall, dass sie den Interpretationsspielraum maximal negativ ausnutzen. Sie haben das in der Vergangenheit auch schon extremer getan. Beispielsweise beim Vogelschiss haben sie es absichtlich aus dem Kontext gerissen, wie eine Staatsanwaltschaft später festgestellt hat. Sie wollten ja Ermittlungen gegen Gauland einleiten lassen, und dann hat die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass das aus dem Kontext gerissen ist, und hat keine Ermittlungen aufgenommen. Weil so wie Gauland dargestellt wurde damals, wäre es ja Volksverhetzung gewesen. Aber das war es natürlich nicht. Sondern es wurde bewusst sein Zitat verfälscht, aus dem Kontext gerissen. Genauso war es bei ganz vielen anderen Zitaten. Es ist immer genau das gleiche Vorgehen. Was kommt jetzt als nächstes? Indem ganz viele Leute es schreiben, erscheint es wichtig, erscheint es relevant. Einfach weil es so oft kommt. Es werden ja bestimmte Vorfälle nicht thematisiert. Und dadurch, beispielsweise Vorfällen bei den Grünen oder bei der CDU, erscheint es nicht relevant. Weil die Leute denken, ah ja, die Medien, die wissen ja, was wichtig ist. Und was wichtig ist, das bringen die auch groß raus. Indem jetzt das dauernd wiederholt wird, wird auch ein Bild erzeugt. Die Medien hatten ja schon Probleme. Es gab ganz wenig Zitate, die sie heranziehen konnten. Sie haben immer das Gleiche benutzt. Sarah Wagenknecht musste einen Vorfall vor 4 Jahren benutzen, um die AfD zu dämonisieren. Das heißt, die AfD hat es wirklich geschafft, über die letzten Jahre relativ gut ein Bild ohne rote Punkte nach außen zu transportieren. Das heißt, Uwe Jung hat jetzt hier wieder einen kleinen roten Punkt geliefert, den jetzt die Medien ganz groß rausbringen. Klein ist der Punkt, weil er ist einer von 35.000, und es ist jetzt jahrelang einfach gar nichts passiert. Und ich kann ja auch selbst bezeugen, ich bin selbst in einem Kreisverband, und die Leute, das sind ganz sicher keine Leute, die auf Krawall aus sind, sondern die eine politische Meinung haben, eine legitime politische Meinung haben. Das aber berichten die Medien nicht. Die Medien berichten absichtlich undifferenziert und stellen die Verfehlungen ganz groß raus. Und dadurch ergibt sich dem Bürger, dass das Bild, dass das blaue Bild rot ist.
Und die Medien versuchen, dass dieses Bild den Leuten so rot wie nur irgendwie möglich erscheint. Das heißt, sie probieren diesen kleinen Punkt so groß zu machen, dass er das gesamte blaue Bild eigentlich rot übertönt. Und damit schaffen sie eine künstliche Realität. Und so geht das Ganze seit 8 Jahren. Und aus diesem Grund kommt die AfD nicht vom Fleck. Weil auf diese Weise wird die AfD erfolgreich dämonisiert. Sie ist für große Teile der Bevölkerung unwählbar. Und genau das Gleiche haben sie mit Querdenken gemacht, machen sie jetzt auch mit der Basispartei. Und genau das Gleiche, das haben wir damals gar nicht mitbekommen, genauso ging es auch den Republikanern. Es ist eine wirksame Methode. Und das Hauptproblem ist, dass anscheinend viele in der AfD das auch gar nicht verstanden haben. Sie sich nicht darauf eingerichtet haben. Weil diese Art und Weise, diese Strategie kann unwirksam gemacht werden, indem sie den Leuten bewusst gemacht wird. Und das hätte alles Weidel auch noch thematisieren können. Das heißt, sie verteidigt natürlich, erstmal sagt, das ist nicht die AfD, solche Äußerungen, so darf man sich nicht äußern, so prollig und so zweideutig, sag ich mal, im besten Fall. Aber sie hätte gleich nachschieben können, dass die Medien das jetzt instrumentalisieren. Und dann listet sie einfach die Methoden auf und erklärt, wie in der Vergangenheit Propaganda gemacht wird. Und wenn die Medien das machen, dann weiter. Und die Leute das aber schon gehört haben, dann laufen sie in einen Frame rein. Dann wirkt ihre Propaganda nicht mehr, sondern im Gegenteil, es fällt negativ auf sie zurück. Weil die Leute dann verstehen, aha, jetzt machen die das und das und das und das. Das hat uns die AfD ja erklärt. Ah ja, das stimmt. Und dann recherchieren wir nach. Ah ja, wir sehen, es war ja gar nichts. Und jetzt bringen sie das ganz groß raus. Und jetzt tun sie halt alle so völlig entschlossen tun, völlig unzweifelhaft tun, dass genau die Interpretation richtig ist. Weil, was auch noch ganz wichtig ist, niemand kennt ja die AfD vollständig. Das heißt, niemand kann sagen, was 35.000 Mitglieder machen. In der AfD nicht, niemand kann das. Das heißt, es ist jetzt ein Fehler zu sagen, wir sind komplett gut, haben ein komplettes blaues Bild, weil man kann es ja gar nicht genau wissen. Und das nutzen die Medien auch aus. Sie tun so, ja, das ist vollkommen klar, das sind hier ganz viele Vorfälle und die AfD ist so und so. Und dann sind die AfDler verunsichert, weil sie wissen ja gar nicht genau. Ja, ich kenne jetzt ja nur hier nur meinen Teil, aber was ist denn woanders? Ist vielleicht nicht doch was dran? Ja, da ist ja vielleicht im Osten, vielleicht sind da die Leute ja ganz anders als hier. Vielleicht ist es ja unmöglich. Weil wir wissen es ja nicht. Wir haben ja nur einen begrenzten Einblick. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, die AfD ist so und so, sie haben auch nur einen begrenzten Einblick. Sie können das so undifferenziert, können sie das gar nicht behaupten. Und das kann man jetzt auch sagen. Dieser FDP-Mann behauptet jetzt, die AfD ist so und so, woher will er das wissen? Wir haben hier die Unvereinbarkeitsliste, wir haben hier dies und das, machen hier das und das. Und unser Eindruck ist so und so und das stimmt nicht. Und dieser Mann, wenn er behauptet, die AfD wäre so und so, er kann es gar nicht wissen. Das heißt, er hetzt einfach nur. Er möchte uns einfach nur schlecht machen und hofft, dass es verfängt. Und wenn man das den Leuten erklärt, wenn er das dann wieder macht, dann rennt er in den Frame rein. Dann sind die Leute umso angewiderter, wenn sie sehen, dass er es macht, dass er jetzt die Propagandamethoden ausführt, die AfD leider den Leuten erklärt haben, was die Altparteien, die Altmedien machen. Leider, das Problem ist, dass diese Propagandamethoden, dass die meisten sie nicht kennen und sie nicht thematisieren. Und man kann natürlich auch diese Täuschung, auch durch Fakten, durch Aufklärung, kann man sie auch ganz stark unwirksam machen, indem man eben aufzeigt, die Täuschungsabsicht der Medien. Sie täuschen, sie berichten hierüber nicht, sie stellen das groß heraus, stellen das andere nicht groß heraus, indem sie einfach die Fakten benennen, und das können die Altmedien nicht immer verhindern. Die AfD hat in Öffentlich-Rechtlichen noch ein paar Auftritte, die AfD könnte in diesen Auftritten immer Aufklärung betreiben, und die Täuschung der Medien offenlegen. Weil am Ende ist es so, die Medien, sie schaden der AfD immer, der Opposition. Das heißt, die Medien müssen weg in der Form. Und das ist auch möglich, die Medien in der jetzigen Form, die Leute davon wegzubringen. Wenn die Leute sehen, sie werden systematisch getäuscht, dann werden sie diese Medien nicht mehr konsumieren. Und die AfD hat Reichweite. Sie hat 35.000 Mitglieder, man kann Flugblätter verteilen,
Es gibt immer wieder Auftritte in den Öffentlich-Rechtlichen, weil die Öffentlich-Rechtlichen müssen das tun, um zu suggerieren, dass sie ihren Programmauftrag erfüllen. Und bei diesen Auftritten könnte die AfD immer Aufklärung betreiben und die Leute dazu bringen, die Medien nicht mehr zu konsumieren. Aber dazu fehlt oft der Wille. Zu oft wollen sich die AfDler mit den Medien anfreunden und irgendwie dazugehören. Und die Medien haben aber ihre Positionen, ihre Interessen, wo auch immer. Das sind wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen, es sind politische Interessen von Linksextremen, die sich die Medien unterwandert haben. Und es ging immer um die Position. Deswegen wurde die AfD ja bekämpft. Und solange die AfD ihre Position nicht räumt, hilft irgendwelches freundschaftliche Getue gar nichts. Weil solange steht die AfD diesen Leuten im Weg. Solange sie ihre Position nicht räumt. Und dann können sie so nett sein, so sehr sich versuchen anzubandeln. Es wird nie funktionieren. Weil sie im Weg stehen. Und wer im Weg steht, der wird abgeräumt. Gnadenlos. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut. Für alle Spenden bin ich sehr dankbar. Sie helfen dem Kanal sehr. Wenn ihr auch spenden wollt, in der Beschreibung unten sind die Links. Einfach auf mehr drücken und runter scrollen. Da findet ihr alle Informationen. Vielen Dank. Macht's gut.